Hallo! Na? Alles klar bei dir? Ja, alles super. Komm Sehr rein. Schön. Du wirst heute eine Heuschrecke. Eine Heuschrecke? Ja. Aber eine ganz besonders schöne. Die da? Die ist echt schön. Ich soll ja eine Heuschrecke werden und die sieht dann ungefähr so aus. Dazu müssen wir jetzt noch die Pose üben. Also damit die Heuschrecke dann quasi auf meinem Körper Platz findet und das alles proportional verteilt wird. Und dazu müssen wir jetzt hier so eine ganz kompliziert, ja nicht kompliziert, aber so eine Pose finden. Und ich glaube, so sieht es dann aus am Ende. Genau, jetzt geht's los. Also, ich muss mich jetzt ausziehen. Du musst dich jetzt ausziehen. Ja, okay. So, jetzt machen wir noch mal ein paar weiße Linien. Also, ich muss mich bestimmt hier so 4 bis 6 Stunden hier so quälen, ne? Ja. Dann kannst du dich erstmal ganz hinlegen. Ja? Jetzt erstmal einsparen. Den Popo hochdrücken. Fertig? Ja. Nicht ganz so? Okay, dann erstmal wieder runter. Na, das sieht doch schon ganz anders aus. Ja, das ja. Also wenn ich diesen Kopf so mache wie hier, dann könnte ich diesen Strich nach da korrigieren. So, Endspurt, ne? Der Kopf, da stimmt was nicht. Okay, und jetzt mach sie noch mal hoch, hinter dem Kopf. Boah, krass! Und bisher ist das mit dem Kopf noch ein bisschen schwierig. Kann ich erst sagen, wenn wir Fotos gemacht haben. Nicht ganz so weit weg drin, wieder ein Stück weg, genau. Und kurz mal entspannen. Aber es sah jetzt auch gut aus. Ja, Arm ist gut, Auge, boah, sensationell. Auf Anhieb. Guck mal, Sienchen, auf Anhieb bin genial. Kannst du den Bauch ein bisschen einziehen, damit die Taille ein bisschen besser rauskommt? Damit, ich weiß, das ist super. Das ist eine blöde Pose, die nicht so einfach ist. So, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt gucken wir uns die Bilder mal an, ob sie was geworden sind. Wer schön sein will, der muss leiden. Auch wenn der Ellbogen ein bisschen blutet. Aber ich habe schon wieder abgetupft, keine Angst. Hab ein bisschen Muskelverspannung, Verzerrung, blutet. Sonst alles, was man noch kriegen kann. Wie heißt das? Rückenverspannung, aber habe ich sowieso schon. Und jetzt gucken wir mal, wie die Bilder geworden sind. Und bist du zufrieden? Ich bin super zufrieden. Also, ich hätte echt niemals gedacht, dass es so
schön und toll aussieht.